Kinder impfen, darf man das eigentlich überhaupt? Ist das überhaupt rechtlich zulässig? Wenn du als Erziehungsberechtigter für dein Kind deine Pflichten wahrnimmst, dann hast du auf jeden Fall die Aufgabe, von deinem Kind Schaden fernzuhalten. Und zwar nicht nur Schaden, der konkret droht, wo du sicher weißt, der wird eintreten, sondern auch Schäden, Gefahren, also die vielleicht eintreten. Deswegen setzt du dein Kind, so wie ich es tue, hoffentlich im Auto in einen Kindersitz und schnallst es an. Du weißt nicht, ob du an dem Tag einen Unfall haben wirst, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass das irgendwann mal passieren kann und für diese Fälle sorgst du vor. Dein Kind, ich nehme jetzt mal meinen Sohn, 6 Jahre alt, dein Kind hat durch Corona keine Gefahr. Im Gegenteil, möglicherweise, wir wissen es nicht, wird dein Kind durch eine Corona-Infektion sogar immun oder das stärkt sein Immunsystem. Es wird mit späteren Infektionen vielleicht sogar besser zurechtkommen. Reine Spekulation, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber keiner sagt, dass die Kinder eine akute Gefahr haben, vielleicht von wenigen Ausnahmen abgesehen. Die muss man dann gesondert betrachten. Wir reden jetzt nicht von den Ausnahmen, sondern vom Regelfall. Dem Kind droht durch Corona keine konkrete Gefahr. Wenn der Impfstoff für Kinder zugelassen wird, dann bleibt es ein Impfstoff, der in einem Schnellverfahren zugelassen ist. Und wir wissen nicht, was dann in der breiten Fläche angewendet daraus folgt. Das können wir nicht wissen. Wir wissen nicht, was ist direkt durch die Impfung für ein Risiko. Und wir können auch nicht genau sagen, was passiert später. Vielleicht schadet dem Kind so eine Impfung sogar irgendwann mal. Wir wissen es einfach nicht. Das ist keine gesundheitliche Einschätzung. Schuster, bleib bei deinen Leisten, das bleibe ich. Es ist eine Unbekannte. Niemand kann es mit Sicherheit sagen. Hört auf zu argumentieren mit irgendwelchen Zulassungsverfahren. Oder war Contagan zum Beispiel ein nicht zugelassenes Medikament? War es nicht. Und trotzdem guckt ihr die Kinder an oder die Erwachsenen mittlerweile, die wie heute rumlaufen. Ja, so. Ich bin übrigens auch nochmal an der Stelle Spoiler. Ich bin selbst geimpft. Ich bin kein Gegner der Impfung an sich. Jeder soll für sich eine Entscheidung treffen, jeder Erwachsene. Hier geht es um die Frage, welche Entscheidung du für dein Kind triffst. Ganz, ganz wichtig. Ja, großer Unterschied. Jetzt ist die Frage, diese Impfung ist eine Körperverletzung, das haben wir hier oft genug diskutiert. Sie ist gerechtfertigt, Körperverletzung, jeder medizinische Eingriff ist eine Körperverletzung. Er ist gerechtfertigt dadurch, wenn er zur Heilung dient. Da dein Kind nicht krank ist, dient dieser Eingriff nicht der Heilung. Es könnte dann noch gerechtfertigt sein zu irgendwelchen anderen Zwecken, aber diese Zwecke zum Beispiel zum Schutz vor künftigen schweren Krankheiten, wie beim Anschnallen, dieser Schutzzweck kann nicht erreicht werden, denn deinem Kind droht durch Corona nichts. Im Gegenteil, du weißt nicht, ob es vielleicht Immunität, sein Immunsystem dadurch schlechter ausgestattet wird und so weiter. Das ist also völlig unbekannt, völlig im Unklaren. Ja? Mit anderen Worten, es gäbe nur einen einzigen Grund, dein Kind zu impfen. Du möchtest die Ausbreitung der Pandemie mit verhindern, das ist löblich, das ist gut, das möchten wir alle. Das möchten wir alle Erwachsenen auf jeden Fall. Ja? Du möchtest das also und sagst, abstrakt ist es ja für dein Kind auch doof, wenn es Corona gibt, weil dein Kind kann ja dann nicht in die Kita oder muss getestet werden oder muss diese schrecklichen Masken tragen und dein Kind ist da schon völlig von verschreckt. Ja? Aber dieses abstrakte Problem, dieses öffentliche Interesse an der Gesundheit, an der Volksgesundheit, ja, das rechtfertigt meiner Ansicht nach nicht diesen ganz konkreten Eingriff in die Gesundheit deines Kindes, sodass, wenn jemand diesen Erlaubnis erteilt, er das aus meiner Sicht zu Unrecht macht. Er wird sich dadurch nicht strafbar machen, das wird auch nicht verfolgt werden, aber wenn dein Kind hier einen Schaden erleiden sollte oder wenn sich in 5 oder 10 Jahren herausstellt, das war doch nicht so optimal, wird dein Kind dich lebenslang angucken und sagen, Papa, was hast du denn da gemacht? Warum hast du da nicht noch ein bisschen gewartet oder warum musste ich denn nun geimpft werden, wo noch nicht mal alle Erwachsenen geimpft waren? Diese Frage musst du ihm dann beantworten können. Davon kann dich keiner befreien, von dieser Last.